So, wir haben ein paar Bierdeckelfragen. Eine darfst du, eine darf ich, nämlich an Rüdiger Vollmer. Was war dein bisher größtes Erlebnis als Fanbetreuer? Das größte Erlebnis als Fanbetreuer? Oh, das ist schwer. Ich glaube, der Augenblick, wo entschieden wurde, dass der Stehplatzbereich wieder hinter das Tor kommt. Ich glaube, das war in dem Augenblick, jetzt geht's los. Also prima, das kann ich komplett nachvollziehen. So, und dann kommt natürlich diese Frage hier, die du jetzt sehr diplomatisch beantworten wirst. Adler hat bei dir gewohnt. Wer ist besser, Leno oder Adler? Ist gemein. Das ist gemein, weil ich René selber ausgebildet habe. Ich glaube, dass der René in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Der Bernd ist so für mich so eine Bank. Er ist immer eine 3, macht wenig Fehler, macht wenig falsch und hält den einen oder anderen Elfer für uns, der gut ist. Auf lange Sicht, ich möchte mich da auch nicht festlegen. Also mein Herz hängt nun mal halt am René. Deswegen würde ich immer zum René tendieren. Wie wir beide, immer eine 3, ne? Besser geht nicht. Mehr muss auch nicht. Ich bin zufrieden. Okay.